Gut, also schönen guten Abend an zu alle. Gut wiederzusehen. Uns alle, wir sind am Ende Kapitel 22, ja, drittes Buch, die Anführer von Maimonides. Ja. Wir sind auf Seite 137. Ja. Dort gibt es eine wichtige Aussage von oben, wegen dieses, was ist die Satan? Die Maimonides geht wörtlich. Ja, wo steht dieser Begriff, dieses Wort Satan? Also, der erste Vers: Der Herr fährt dich an, Satan, er schilt dich, der Herr Jerusalem erwählt. Ja, es ist von den Propheten ein Zitat. Das heißt, Jerusalem ist eine heilige Stadt von einer Seite, aber die Deutung: Satan auch probiert, diese heilige Stadt zu zerbrechen und zerstören. Okay, also, das ist seine Geschichte, aber Rambam meint, Satan ist eine Zerstörter, eine Satan sozusagen. Okay, das ist dann die erste Zitat. Zweite, es ist auch dasselbe, was Bilam in die prophetische Vision auf die Reise sah, als der Engel zu ihm sprach: Siehe, ich bin ausgezogen, um dich zu hindern. Ja, das vierte Buch Mose, Nummer 22. Dort steht das Wort Satan. Wisse auch, das Wort Satan von dem Stamme Sata hergeleitet ist, der im Ausspruch vorkommt, Bigab, Listot. Okay, das heißt, die hebräische Verständnis von diesem Satan, dieser Stelle, das ist eine Probleme. Da. Das heißt, er soll abbiegen, abblinken, rechts oder links. Ja? Das heißt, in dieser Geschichte mit Bilam, mit Torah, steht, dass kommt ein Satan, ein Engel, eine Störung. Ja? Und dann diese Iselin sollte oder links oder rechts gehen. Sie geht nicht auf dem Weg, sondern durch das Feld. Und dann, das verärgert die Bilam. Er erschoss diese Iselin und so weiter und so fort. Also Satan in diesem Sinn, es ist eine Probleme, eine Störung. Es ist genau wie gibt es in der Leichtathletik, die Leute laufen, schnell rennen und auch springen zusammen. Ja? Also diese Barrieren, das ist genau das hebräische Wort Satan meint in diesem Sinn. Ja? Das heißt, es ist eine Probleme, du sollst dir irgendwie abbiegen, überlinken, rechts, links, oben, unten. Ja? Das ist diese Satan. Ja? Das ist eine Störung, eine Probleme. Okay, weiter. Nämlich, es bedeutet, das Abwenden weichen von einem Ding, weil Satan uns zweifellos vom Wege der Wahrheit ablenkt, okay, und uns auf dem Wege der Verwirrung und des Irrtums zu Falle bringt. Das ist genau das, was wir gemeint. Ja, also im Leichtathletik ist es eine physische Störung. Natürlich, Judentum und Rambam nehmen diese Satan zum metaphorischen geistlichen Störung, dass er macht uns quasi abbiegen, ablenken, ja, die direkte Wege, die Gotteswege. Ja. Okay, das ist die Nummer zwei, die Satan Nummer zwei. Und in diesem Sinne auch wird gesagt, der Trieb des menschlichen Herzens ist schlecht von seinem Jugend auf. Okay. Genesis 8, Bereshit 8. Das ist etwas anderes. Das ist Yetzer hara, die Trieb zum Böse. Wir haben uns gesagt, auf einer Seite vor, die Reish Lakish sagte, ja, Satan, Yetzer hara, Satan, das ist auch die Trieb zum Böse. Ja? So, das heißt, wenn wir sagen, die Satan ist jemand, der Zerstörende will Jerusalem zerstören, das ist etwa eins. Wenn wir sagen, Satan ist eine Störung, physisch oder geistlich, das ist etwa zwei oder zwei und drei. Wenn Sie sagen, aber Satan ist ein Trieb zum Böse, das ist etwa innerlich von uns, das ist Satan Nummer vier. Ja? Das vierte Verständnis von dem Wort Satan und was macht es. Ja? Also der Trieb der menschlichen Herzen ist schlecht vor seiner Jugend auf, das ist eine Zitate am Ende der
erste steht von Torah, Bereshit, und dann kommt die Flut, ja, kommt die Gotteste wegen dieser Trieb zum Böse. Interessant, aber eben die Klammern, das ist fast die gleiche Satz, fast die gleiche Zitate, sagt der Gott am Ende der Flut. Nach dem Flut, der Gott sagt, okay, der Trieb von Menschen ist immer zum Böse, dann zerstöre ich die Welt nicht mehr. Also, vor dem Flut, es ist Flut, es ist Strafe. Und danach, es ist sowieso Trieb zum Böse, also lassen wir das so. Okay, also, okay, muss man lernen, was das Heilige Schrift meint genau. Aber wir gehen weiter. Du kennst auch die allgemein verbreitete Glaubenslehre unserer Religion vom Treibe zum Guten und dem Triebe zum Bösen. Ja, also das ist die klassische jüdische Vorstellung. Trieb zum Guten und Trieb zum Bösen. Yetzer Hara, Yetzer Tov. Ein will gut machen und ein will etwa Böse erreichen. Und Judentum sagt, die beiden kommen von den Menschen. Also die zwei dieser Willen, zwei dieser Triebe sind beim jeder und jede Person. Und deswegen wir begriffen jeder Mensch auf der Erde, auch die Gerechte, auch die großen Rabbiner, egal die Helden von Heiligen Schriften, auch die Leute, die hatten Fehler gemacht, ja, versehen da und dort passiert. Also wir sagen, weil gibt es keine perfekten Menschen auf der Erde, nicht wie im Vatikan und in den Papst, ja. Und deswegen die Psalmen, König David sagte, dass Ein Isch, Asher Yasher Tov Bena Velo Echita, gibt es keine Mensch auf der Erde, die macht direkt, ehrlich mit seinem Leben und keine Sünde geschafft. Es kann nicht sein. Es ist auch theoretisch kann nicht sein. Ja? Also, und zum Nachweisen dieser These, dieser theologischen Idee, dann kommt diese Idee, dass dieser Trieb zum Guten und zum Bösen, die beiden kommen von menschlichen Herzen. Und Kabbalah forscht das, dass nach dem Kabbalah ist eine interessante Teilung. Der Trieb zum Guten, zum Gutmachen, kommt von göttlicher Teil in die Seele oder göttliche Seele, sogenannte. Und Trieb zum Böse kommt von tierischer Seele, der niedrigen Seele. Ja? Die physische Strebe, ja, wir haben gesagt, Essen zum Trinken, beim Schlafen und so weiter und so fort. Ja. Also, Kabbalah identifiziert diese zwei verschiedene, ganz umgekehrte Triebe zum Gut und zum Bösen mit zwei verschiedenen Seelen. Ja. Etwa gut, etwa eine göttliche Seele und eine tierische Seele, niedrige Seele. Und natürlich, dass diese Seele die bleibt nach dem menschlichen Tod, das ist die göttliche Seele, das wir sagen, geht nach oben. Und du weißt den Ausspruch unserer Lehrer mit deinen beiden Trieben, du sollst dem Gott dienen. Ja? Das heißt, es steht im Schma Israel, die wichtigste im Gebet, die steht im 5. der Torah. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מודיך. דזור סדילים עם גוט, דינן, בדיינם גנצם חרצן, גנצם זהלן, ונחי התלמוד זה גנצם זהלן, ביידם זהלן, אוך טריפצום גוט, אוך טריפצום דוז, אוך מיד אוברסטה זהלן, גוטלישה זהלן, ואוך נידרישת זהלן, תירישה זהלן. אז ויקן מן דם גוט, Ihnen mit niedriger, mit niedrigster Seele. Was sagen Sie? Ob es überhaupt das möglich? Vielleicht durch Spende? Na gut, Spende, das ist genau wie überwiegend mit göttlicher Seele. Wir sagen, okay, Geld ist wichtig, aber ich quasi annulliere diese Wichtigkeit von mich und spende meine Geld zu mir. Von anderen Zweck, von anderen Menschen. Das ist nicht, das ist klassische göttliche Seele. Ja, das ist oberste Seele. Die Frage, wie kann man dienen dem Gott, dem Gott mit niedrigster Seele? Und die Antwort ist,
heiligen, die unsere physische Verhalten zum Essen, zum Trinken. Das heißt, wenn wir essen, wir essen nicht als Tiere. Wir segnen vor dem Essen, nach dem Essen. Ja? Wenn wir trinken, die gleich. Ja? Wenn haben wir den Beischlaf, also das Mikwe, diese ganze Idee, ja, von Heiligen, die physische Dinge, das ist die klassische jüdische Idee. Ja? Das heißt, Christentum hat begangen zum komplett andere Idee. Das heißt, Christentum trennt zwischen heilig und alltäglich, unheilig. Ja? So, was ist heilig? Das ist heilig, das ist klar. Gebet, geistliches Leben. Und was ist physisch? Das ist alltäglich. Punkt. Und sie treffen sich nicht überhaupt. Deuteronom sagt, nein, wir nehmen alles dazwischen, wie eine Mischung. Ja? Es ist alles gehört zum Gott, auch die physischen Dinge, Essen, Trinken, Beischlaf und so weiter. Und deswegen, wir probieren erhoben diese physischen Dinge um eine gewisse geistliche Niveau. Deswegen, wir nehmen auch ernst und seriös auch die physischen Dinge, der Schrot, ja. Ich habe die koschere Milch gemacht, ja? Was? Es ist zum Koffer. Du sollst nicht Hunger sein, ja? Du sollst nicht, ja? Wir sagen, diese Dinge sind auch, tragen gewisse geistliche Sinn. Deswegen, wir heiligen auch physische, niedrigste Seele, ja? Zum Essen, zum Trinken, Beischlaf und so weiter und so fort. Deswegen, das, was genau die Schma Israel und Talmud meint, du sollst dienen deinem Herd mit ganzer Seele, die beiden Seelen, auch göttliche Seele und auch tierische, physische, niedrigste Seele. Gut? Okay, das ist eine sehr, sehr wichtige, sehr, sehr kritische Idee, die unterscheidet uns vom Christentum. Das heißt, wir meinen, dass Essen und Trinken ist kein Böse ist. Ja? Dass wenn du isst und trinkst nicht, das bringt dich nicht zum Heiligen. Ja? Sondern du bekommst verärgert, du bist gehungert. Ja? Aber wir sagen, wir sollen beherrschen unseren physischen Willen. Ja? Und deswegen, wir sagen nicht direkt essen. Du sollst die Hände waschen, falls du Gott isst. Ja? Sollst segnen dem Gott. Ja? Talmud sagt, alles gehört zum Gott in dieser Welt, auch die physische Essen. Wer ist ohne Segnen dem Gott, er ist quasi ein Dieb. Also, du sollst nicht direkt ja, als eine Affe essen, du sollst als Mensch essen. Ja? Und deswegen, es soll koscher sein. Ja? Wenn es nicht koscher, das hilft dich nicht, dein Herr dienen. Deswegen verbrennen nicht koscher. Das ist schon gewisse Grenzen, wir können nicht alles zu essen. Zweitens, auch was kannst du essen, ja? Nicht alles zusammen, nicht Chicken Fleisch, Chicken und so weiter, viele, viele Grenzen, ja? Und auch wenn etwa kannst du, ja, nur Milch, nur Fleisch, du sollst segnen, vor dem Essen, nach dem Essen und so weiter und so fort. Ja? So, dass diese Dinge, diese Niveaus, ja, sie doch auch dich erziehen, als Mensch, nicht eine Affe sein, ja, und auch sie heiligen die physische Prozess, was du einfach isst, und das ist zum Gott ehren, ja, und deswegen es ist keine böse Dinge, etwa gut essen, etwa gut trinken, es soll nur koscher sein, ja, nicht den ganzen Tag essen und trinken, ja, jede Dinge soll ihm die Proportionen und die Grenzen mitnehmen, ja, das, was mein Talmud und die Torah, die Liebe Gott und Kabbalah, die Liebe Gott auch mit niedrigster Seele, mit tierischer Seele dienen. Talmud sagt noch etwas anderes, so zu dieser Idee. Kann man quasi kriegen, diese Will zum, diese Trieb zum Böse? Ja? Das ist genau der christliche Weg, die alle böse Dinge komplett vermeiden. Das ist schwer. Das ist ganz, ganz schwer und keine Garantie zum Erfolg. Talmud und unsere Weisen sagen etwas anderes. Sagen, wir können
diese Energie, diese Kraft vom Bösen zu unseren guten Zwecken mobilisieren. Wie? Talmud bringt einige Beispiele. Zum Beispiel, jemand, der attraktiv zu Blut. Kann sein. Ja, viele Leute haben Angst vor Blut. Gibt es die Leute, die ganz umgekehrt, sie sind attraktiv beim Blut. Das heißt, es ist quasi jemand, hat keine Angst vor Blut. Das heißt, theoretisch schon kann ein Mörder sein. Ja? Also, wenn jemand, solche Person, ja, die Blut in seinen Augen ist attraktiv, was macht er nach Christentum? Geht es in die Wüste, sitzt in die Hölle, ja, und so weiter und so was. Vermeidet diese Trieb zum Blut. Das Judentum ganz anders. Dieser Mensch geht und bekommt eine Schuchet, eine Schlachte. Ja? Das heißt, er schlachtet koscher die Tiere. Dann, Talmud sagt, seine böse Seele, diese tierische Seele, sie sieht das Blut und sind fertig. Ist in Ordnung, ja? Schon genug. Das heißt, er bekommt nicht Mörder. Ja? Er macht etwas gut. Er dient den Menschen. Ja, er ist Schächter, koschere Schächter, und seine Bild zum Böse ist zufrieden, weil es gibt das Blut, ja, aber doch, er bekommt kein Mörder. Ja, also das ist genau die Idee, die Trieb zum Böse mobilisieren, zum guten Zwecken. Durch nach dem Talmud, also solche Mensch soll, oder ein Moel, ja, ein Beschneider sein, er sieht das Blut, ja, oder ein Schlachter, die koschere Schlachter, ja, oder ein Arzt. Also gibt es noch viele, viele solche Ideen, ja, wenn wir nicht kriegen direkt Gesicht, gegen diese Trieb zum Bösen, sondern wir mobilisieren diese Starkheit, diese Emotionen, diese Trieb, ja, diese Trieb, so sagt man auf Englisch heute, diese ganz, ganz große Wille zum Bösen, wenn wir doch mobilisieren das zum Gut. Und die Gewinn, es Win-Win-Situation, auch für uns, auch für die Menschen, die bekommen keine Wirkung. Ja? Also, und genauso prinzipiell, Kabbalah versteht auch den Satan. Ja? Das heißt, dass dieser Satan, diese Böse, diese Funktion ganz direkt kriegen, genau wie Christentum, oder ja oder nein, oder Erfolg, oder kein Erfolg, keine Mitte. Und du kannst diese Satan konstruktiv nehmen. In welchem Sinn? Nicht, dass wir machen genau, wie Satan will. Nein. Aber wir nutzen diese Grad, diese Starkheit zum Bösen. Und doch etwas gut. Das ist. Und dann wir sehen, was es geschah mit Hiob. Okay, also. Du kennst auch die allgemein verbreitete Glaubenslehre unserer Religion, unsere Weisen von Talmud, vom Trieb zum Guten und den Trieb zum Bösen und den Ausspruch unserer Lehrer mit deinen beiden Trieben. Ja, das ist von Schma. Sie sagen ja auch, unsere Weisen, dass der Trieb zum Bösen im Menschen zur Zeit seiner Geburt entsteht. Ja, okay, es ist eine gute philosophische Frage. Wann bekommt ein Menschen ein bisschen böse sein oder viel böse sein, ja, und dann gibt es viele Religionen wie Christentum, auch die zeichnen die kleinen Kinder, ja, als unschuldig, ja, und ja, 100% sauber sozusagen, das ist richtig, aber mit dem Zeit, wir sehen auch in die Kinder, die kleinen Kinder gibt es auch etwa, ja, sie machen böse Dinge und sie verstehen, was sie machen. Also, nach dem Talmud, dieser Trieb zum Bösen kommt mit dem Geburt, mit physischem Geburt in unserer Welt. Nur was? Bei kleinen Kindern gibt es keine Möglichkeit. Die Kinder sind begrenzt. Also du erwachsen bekommst, ist, dann du hast mehrere Möglichkeiten. Und dann die Leute haben viel, viel zu tun. Ja, okay. Am Ausgang lauert die Sünde, Bereshit 4.
Das ist die erste Zitat, die traditionell die Gott angerichtet an Kain, ja, nach dem Bruders Tod, Bruders Morde. Ja. Aber prinzipiell, die Tradition nimmt diese Zitate auch zum Yetzer Hara, zum Trieb, zum Bösen. Ja. Jeden Menschen, nicht nur Kain. Oder, wie die Heilige Schrift sagt, wir sind auf Seite 138, von seiner Jugend auf, ja, das ist die Trieb zum Bösen. Dass aber der Trieb zum Guten tatsächlich im Inn erst nach der Vervollkommung seiner Vernunft vorhanden ist. Also auch die Trieb zum Guten, es ist auch, gibt es ein Potenzial und ein Verwirrung. Ja? Das heißt, auch wenn du willst etwas gut schaffen, als Jugendliche, du hast nicht so viele Möglichkeiten. Nur als du erwachsen, dann die Welt gehört zum dich, ja, zum Gut, zum Böse, was du willst. Ja? Also, wir sagen, die Trend, ja, die wir können erkennen schon früh erkennen, sozusagen, auch medizinisch, auch sozialpädagogisch, es kommt von kleinen Kindern. Ja? Aber es ist nur unsere Ideen, wie es wird wirklich, das ist eine gute Frage. Manchmal es passiert genauso. Manchmal ganz mit großer Überraschung zum Guten, zum Bösen. Und genau diese Transformation von kleinem Kind zum erwachsenen Person, ja, ob du wirklich geht nach dieser, du gehst mit dieser Diagnose, du wirst eine böse Person. Ob es ist unbedingt 100% so, nicht. Und dieselbe, du wirst eine gute Person, auch keine Garantie. Deswegen, wir sagen, jede Person ist gut mit Böse vermischt. Ja? Und dieser Punkt, dieser kritische Punkt, sehr, sehr beschäftigt mit Talmud, unsere Weisen, ja, wie kann, wenn gibt es eine diese oder andere Diagnose, du wirst eine Böse, was macht man dann? Ja? Wie kann man vermeiden doch? Ja? Und das ist der eine Patent, wie Talmud sagt, wenn jemand attraktiv zum Blut, dann du sollst einen Arzt und einen Beschneider und eine Schächter bekommen. Das ist ein Patent, einen Weg zum diese problematische Diagnose herausfordern. Aha. Und deshalb wird der Trieb zum Bösen ein mächtiger König. Ja? Dieser Trieb zum Bösen jetzt erreicht ein mächtiger König. Gibt es hier viel Macht, ja? Mächtiger König. Ja? Und deswegen, die Christentum nimmt diesen mächtigen König als mächtige Kraft. Und Judentum konzentriert sich auf Mächtige, auf Wort Mächtige. Es ist nicht unbedingt König, aber Macht ja, Kraft ja. Wir wollen diese Kraft, diese Macht transformieren auf unsere Seite, übertragen. Ja? Der Trieb zum Guten aber ein armes und kluges Kind genannt. Es ist auch ein Zitat. Ja, also es ist bekannte Probleme, die Leute immer wollen kopieren etwa Böse. Ja? Ein gutes Vorbild ist kein attraktives Vorbild. Ja? Wenn jemand zum Beispiel in den Erwachsenenwelt, ja, auf der Autobahn, mit dem Auto, Autowelt, ja, wenn du siehst, jemand gut und vorsichtig fährt, ja, mit dem Auto, ob die alle kapieren ihn? Überhaupt nicht. Aber wenn jemand sehr, sehr problematisch fährt sich, ja, oh, ich will auch. Wenn er darf, dann will ich auch. Ja? Das ist die klassische Probleme, dass wir uns sehr, sehr attraktiv alle von bösen Beispielen, nicht von guten Beispielen. So. Es ist auch zwischen Erwachsenen und noch viel mehr in Jugendlichen und Kindlichen. Und deswegen, die Kinder und Jugendliche kopieren sich Rauchen, Trinken, Drogen und so weiter. Ja? Eine Kriminalität, weil es klingt ganz, ganz, was soll ich sagen, Abenteuer. Ja? Und das ist die klassische
klassische Yetzerah, das klassische Trieb zum Böse, es nicht klingt wie eine böse Satan, eine schwarze Satan von Christen. Es klingt Abenteuer. Ja, interessant. Ja. Gibt es viele hollywoodische Filme heute, die stellen in die Szenario, in die Zentrum unsere Besorgnisse die Kriminellen. Ja? Wir bekommen Fans von Kriminellen, sie sollen erfolgen in diesem anderen Ding. Ja? Also, wir klappen zum Kriminellen, ah, sie hatten Erfolg. Ja? Das ist die klassische Yetzerara. Ja? Das ist die klassische Trieb zum Böse. Es ist nicht unbedingt, sieht aus 100% schwarz. Ja? Es sieht als Abenteuer, als interessant. Ja? Das, ich meine, diese Art, die Filme wie Elf Freunde von Ocean und so weiter. Die Leute planen einen Raub und du bist dazu. Du bist dafür. Du bist besorgt, das ist so eine Frage. Es ist umgekehrt. Du bist besorgt, das wird nicht erfolgt. Ja? Aber doch, das ist die klassische Yetzerah, das ist die klassische menschliche Seele, Fantasie. Und die Fantasie ist eine wunderbare Dinge, aber kann nehmen uns zu weit, zu viel weit. Und das ist genau der Satan, die Trieb zum Böse ganz perfekt nutzt. Ja? Also nicht böse, Abenteuer. Okay? Und deswegen auf diesem Hintergrund, das Abenteuer, keine Böse. Die Trieb zum Gut sieht aus wie ein armes Kind. Nicht sexy, ja, ist nicht attraktiv. Da war es gut zu sein, es ist so. Ja? Zum Böse sein, oh, das muss mein Mut haben. Zum Gut sein, keine Mut. Deswegen diese zwei widersprüchliche Zitate. Ja? Okay. Entsprechend dem Gleichnis, welches auf dem Leib des Menschen und seine verschiedenen Kräfte angewendet wird, mit den Worten, eine kleine Stadt und wenig Menschen darin. Weiter und so weiter. Prediger. Das heißt, kleine Stadt und wenig Menschen darin, das ist die Gerechte. Ja? Das heißt, die wirklich guten Beispiele, sie sind sehr, sehr wenig. Ja? Weil die Leute natürlich hören die bösen Beispiele. Das ist die große Stadt. Viele Leute, viele Menschen. Okay. Über alle diese Dinge gibt es bekannte Aussprüche unserer Lehrer, die Weisen von Talmud. Und indem sie dir erläutern, dass der Trieb zum Bösen, nämlich Satan, oh, jetzt Rambam genau nimmt diese Satan nicht eine mächtige König vom Himmel, wie es erscheint in dem Buch Hiob, erste zwei Kapitel, ja, sondern er nimmt das metaphorisch als Trieb zum Bösen. Das ist die klassische jüdische Vorstellung. Also, dass der Trieb zum Bösen, nämlich Satan, ein Engel ist. Ja, wir haben gesagt, Satan ist ein Engel. Wollen Sie sagen, dass auch dieser ein Engel genannt wird, weil er in der Mitte der Göttersonne ist? Ja? Folglich muss auch der Trieb zum Guten in Wahrheit ein Engel sein. Ja? So. Auch wenn wir nehmen diesen Satan als einen Engel, und er ist ein Engel, ja, also er eine von vielen, vielen verschiedenen Engels. Ja, und Rambam im Deklamen bemerkt, dass auch soll natürlich Maß gegen Maß eine gegenständliche Engel sein, ja, die Trieb zum Gut. Ja. Nur was? Wir konzentrieren uns am Bösen. Der Trieb zum Böse, genau das ist sexy, das ist attraktiv. Ja? Etwa böse machen, ja? Etwa eine Sünde schaffen und trotzdem von Polizei frei laufen. Ja? Das ist genau der Satan und deswegen, Rambam sagt, gibt solche Engel, der auch symbolisiert den Trieb zum Gut, aber wir uns als Leute, menschlich, psychologisch, konzentrieren nicht auf ihn, überhaupt nicht. Okay. Deshalb, es ist ein bekannter Gedanke in den Aussprüchen unserer Lehrer,
dass jedem Menschen sich zwei Engel zugestellt, zwei. Der eine rechts und der eine links, nämlich der Typ zum Guten, der Typ zum Bösen. Okay, das ist genau diese Idee vom Schabbat. Ja? Als Schabbat kommt, als jemand, der Schabbat beachtet, kommt zurück nach seinem Hause zur Synagoge, ja, dann gibt es ein Lied, ein Hymne, was, welche? Shalom Aleichem. Ja? Es ist eine Poetikum, eine Text, ein kurzer Text für vier Sätze. Und die Talmud erklärt, dass als Mensch nach zu Hause zurückgekommen ist, dann die Folgen ihm zwei Engel, eine gute, eine böse. Von rechts, von links, nach dem Kabbalah, die rechte Seite ist eine gute Seite, die linke Seite eine böse Seite. So ist genau. Kommt danach nach Christentum. Auch beim älteren Griechen und Römer war die gleiche Vorstellung, links und rechts, gut und böse. Und dann, wenn es ist alles gut, die Schabbat, Vorbereitung gemacht wurde, dann die gute Engel, was, sagt er, okay, so wird auch die nächste Schabbat und die böse sollte Amen bestätigen, sagt er. Ja? So es wird. Wenn es ist umgekehrt, es ist alles Chaos, kein Schabbat, es ist alltäglich, dann die böse Engel von links, nämlich Satan, ja, er sagt, okay, so wird auch die nächste Schabbat. Und die gute von rechts soll Amen beantworten, bestätigen. Ja? Es ist diese Spannung zwischen Gut und Böse, es ist immer verfolgt uns im ganzen Leben. Insbesondere wie unsere Gebete das behaupten am Schabbat. Am Schabbat hat man die Zeit frei, ja? Nachdem über diese Dinge. Ja? Und deswegen diese links und rechts, Satan oder Trieb zum Böse und ein guter Engel, ohne Name, der Trieb zum Gut, ja, sie bringen und verfolgen die Menschen bis Schabbat. Also das heißt sechs Tage. Sechs alltägige Tage, nur am Schabbat, sie bringen ihn zu Hause und dann er ist frei. Ja, also es ist nicht, dass am Schabbat der Mensch ist frei und er trieb zum Gut und zum Böse, aber mindestens er hat die Zeit, nachdenken, sich von äußern beobachten. Okay? Also es ist nur, Rambam probiert uns zu sagen, falls wir konzentrieren auf Satan, genau wie Christen gemacht, auf Böse. Auch wenn wir verstehen das richtig, dass es eine innere Trieb zum Böse, es ist nur 50% von dem Bild. Es ist nicht ganz im Bild. Es ist nicht alles schwarz. Nicht alles weiß. Es ist schwarz-weiß. Das ist die Welt. Also 50-50. Und deswegen Rambam immer, aber immer herausfordert diese Satan, die fatalistisch-christliche Bilder von Satan, er ist alles schwarz, alles böse. Überhaupt nicht. Es ist nur ein Teil von dem Bild. Es ist nur 50%. Deswegen erbringt diese Trieb zum Gut eine unnehmliche, ohne Namen, eine gute Engel und genau das bis Schabbat. Und in der Gemara, im Talmud, Gemara ist das Talmud, des Traktats Schabbat, sagen sie, unsere Weisen, ausdrücklich von diesen beiden Engeln, der eine sei gut und der andere böse. Wir sind auf Seite 139. Siehe also, wie viel bemerken wird uns jener Ausspruch von dem Talmudweiser offenbart hat und wie vielen und wahren an Bildungen er uns abgewandt hat. Nun glaube ich dir allerdings die Bedeutung des Buches Job vollständig bis zu Ende erklärt zu haben. Nächste Kapitel. Doch will ich dir darlegen, welches die Ansicht ist, die allgemein Job und die Ansicht, die jedem seine Freunde zugeschrieben wird, nebst den Argumenten, die ich aus den Worten eines jeden von ihnen aufgelesen habe. Du darfst aber, wie ich dir im Eingang dieses Buches
dar lebte, die übrigen Äußerungen außer diesen, welche den Zusammenhang der Rede erforderlich macht, nicht in Betracht ziehen. Okay, das heißt, Rambam meint, dass diese Kapitel 22, es ist eine Vorwort, ja, es ist eine einführt generell, ja, wie nehmen wir die Satan? Ja, das heißt, jetzt er schon mitmacht mit genauen Glauben von die Job und seine Freunde, ja, aber es ist zwar wichtig, herausfordern diese Satan, ja, es ist als etwa nicht absolut, nicht gleich zum Gott, ja, eine Form mehrere Engel, ja, eine Form Gottes Sonne, der steht in der Mitte, aber gibt es noch in der Mitte andere. Ja? Also nicht absolutisieren diese Sache. Okay? Deswegen Rambam bringt noch die Deutungen von Satan wie Ablenken, ja, wie eine Störung, physisch, geistlich und so weiter. Gut. Jetzt haben wir beenden uns diese Kapitel 22. Die Fragen über die Satan überhaupt. Okay, wenn nichts, dann gehen wir weiter. Okay, Kapitel 23. Okay, dann genommen wurde, dass das Schicksal Jobs, das Prinzip, alles geschehen sei. Okay, so stimmten die fünf, nämlich fünf und seine Freunde. Wir haben gesagt, es gibt vier Jobs Freunde, die drei kommen gleich. Die vierte erschien nur nach dem Mitte des Buches. Er war dabei. Aber hat geschwiegen. Und deswegen die Heilige Schrift bezeichnet ihn nur dann. Aber prinzipiell ist es fünf Helden. Das heißt, es wird fünf verschiedenen Ideologien, wie herausfordert man den Bösen im menschlichen Leben. So stimmten die fünf, nämlich Job und seine Freunde, vier Freunde, darin überein, dass Gott alles bekannt war, was Job traf. Sie sind alle verstanden, alle fünf, dass Gott weiß, was es geschah mit dem Job. Schon wichtig. Ja? Gibt es die Ideologien und Glaubens, die sagen, okay, Gott weiß nicht alles. Und dass Gott diese Leiden habe über ihm kommen lassen. Oh, das ist auch kritisch wichtig. Alle sind dann verstanden, das kommt von Gott. Ja? Also nicht vom Satan und nicht vom, ich weiß nicht wem. Ja? Das ist alles auch gut, auch böse. Der Hiob das hat und bestätigt das. Ja? Gut und böse, alles kommt von Gott. Ja? Wir haben gelesen, Ende Kapitel 2, der die Frau hat viele, viele Zweifeln und sagt, okay, flucht dem Gott und stirb. Ja? Sie sagt, segne dem Gott. Aber sie meint ironisch, ja, im Deklar, quasi segnet Gott. Ja? Flucht dem Gott und stirb, es ist keine Gutes, kommt. Und er sagt, na gut, wir nehmen nur gut von dem Gott, nicht dem Böse, rhetorische Frage. Also alles, kommt von dem Gott und deswegen. Als ich mache die Beerdigungen, dann ist es direkte Zitate von Job, die Gott gab, die Gott nahm, es wird die Gottes Name gepriesen. Ja? Das ist direkte Zitate von Anfang Job. Ja? So lesen wir beim Beerdigung. Also alles ist Ursprung von dem Gott. Ferner stimmen sie alle auch darin überein, dass vor Gott keine Ungerechtigkeit besteht. Oh, es ist schon wichtig. Wir haben uns vorher gelesen, die fünf Parteien, fünf Ideologien, verschiedene, nicht jüdische Ideologien, ja, die einige sagen, dass es kann sein, gibt es Ungerechtigkeit von Gott. Ja? Zum Beispiel die alte Grieche, ja, die Aristoteles. Ja? Wir haben gesagt, gibt es gewisse muslimische Ideologien in Islam, die hatten ein Problem, dass die Böse kommt von Gott. Ja? Und deswegen sie immer probieren sagen, es ist von Gott nur dem Gut, Gute kommt, die Böse vom, ich weiß nicht was, Shaitan, Satan, ja. Also das ist genau der Weg, den Christen hat genommen auch. Aber hier fünf, alle überzeugt sind, dass vor Gott keine Ungerechtigkeit besteht und ihm keine Ungerechtigkeit zugeschrieben werden darf. Du wirst diesen
Ende, einen Moment. Ich muss. Übergehen. Ja, also. Ja. Du wirst diesen Gedanken sogar in den Reden Jobs häufiger bemerken. Betrachtest du aber die Reden aller fünf Männer in Bezug auf den Gegenstand ihrer Meinungsverschiedenheit, so wirst du finden, dass fast alle dasselbe sagen. Und das ist, echt zu sagen, genau das Problem mit diesem EO-Buch, weil es klingt fast gleich, alles, was sie alle von uns sagen. Deswegen ist es ganz, ganz schwer lernen diesen. Ja? Du sagst was, sie sagen dieselbe. Ja, und doch, es ist ein relativ langes Buch. Ich habe gesagt, 44 Kapitel. Ja? Und trotzdem, wenn man das schreibt, am anderen Stelle, mein Führer, wenn es ist fünf Menschen, fünf Personen, das, na, sorry, es ist Malbim, Malbim schreibt, dann kannst du verstehen, es ist doch fünf verschiedene Weltideologien. Ja? Weil es ist, hatten alles gleich zu sagen haben, es würde ein Mensch, ja? Eine Person. Ja? Wenn du triffst fünf Gelden, dann ist es fünf Dinge. Auch nebenstehenden Glaubens, aber doch unterschiedlichen. Okay? Also so genau, Judentum nimmt überhaupt die Dinge, falls es ist etwa einig, dann du brauchst keine mehrere Helden, ja? keine mehrere Leute. Wenn es ist fünf, dann ist es fünf Dinge. Und Rambam genau ganz, ganz relativ kurz auf diese Kapitel 23 erklärt, was sind die Unterschiede zwischen die fünf, alle fünf. Okay? Was der eine gesagt hat und dass sich ihre Gedanken wiederholen und vermischen. Gibt es viele solche Stellen und trotzdem. Die Diskussion zwischen fünf wird nur dadurch unterbrochen, dass Job seine schrecklichen Leiden und Bedrängnisse schildert, die ihm ungeachtet seiner vorwiegenden Rechtschaffenheit und Tugend und ungeachtet seines edlen Charakters und seine guten Werke betroffen haben. Also, wir sehen uns in dem Buch, Job akzeptiert nicht die Schilderungen von den Freuden, du bist schuldig. Er überhaupt akzeptiert das nicht. Ja? Und das ist die zentrale Linie sozusagen in dem Buch, in dieser Diskussion. Ja? Wer ist schuldig? Warum ist es geschah, diese Böse? Ebenso werden die Reden seine Freunde dadurch unterbrochen, dass sie ihn zu Geduld mahnen, ihn trösten. Manche sagen, um ihn zu beschwichtigen und dass er sich zieme, die Prüfung Gottes zu ertragen. Oh. Hier kommt zum Prüfung Gottes. Ja? Wie kann man den Gott prüfen? Ja? Ob diese Geschichte mit Job ist eine Prüfung von Gott. Wir haben gesagt, nach dem Buchautor Moses, ja, Moshe Rabbeinu, das ist Prüfung von Job, nicht von Gott. Ja, das ist das Szenario im ersten zwei Kapiteln. Aber Job nimmt das ganz umgekehrt. Und auch jeder Leser in diesem Buch, es ist nicht Prüfung von Job, es ist Prüfung von Gott, quasi. Ja. Ob es ist gerechtig oder nicht, ja, zuerst, oder es ist egal für ihn, ja. Und deswegen, Maimonides schon zitiert, der Talmud, wenn es ist schwer für dich, diese Geschichte als einfache Geschichte akzeptieren und nehmen, dann sagen wir, es ist alles metaphorisch. Job nicht wahr und nicht geschaffen worden, ja. Das heißt, in gewissen Augen, die Gott hat nicht bestanden in der Prüfung. Es ist aus ungerechtig, die Geschichte. Ja? Also, es ist eine ganz, ganz paradoxale Idee. Vom Job-Prüfung in vielen unseren Augen dieses Buch die Gottes-Prüfung ist. Und deswegen ist es ganz, ganz schwer, die Gott
verteidigen sozusagen. Deswegen auch, viele mögen nicht dieses Buch lernen, weil es es quasi macht, unsere Gott ungerechtigt und nicht in Ordnung. Ja, also, außer dass es ein Langebuch und so weiter und so fort, aber es ist ganz, ganz schwer, eine gute Verteidigung, gute Erklärung für Gott finden. Ja, und deswegen, wir immer sagen, diese Art von Literatur und Kommentatoren, ja, das heißt Apologetik. Ja? Ein griechisches Wort, der meint eine Verteidigung. Ja? Also die viele Kommentatoren, auch moderne, wie Malbim, lebt Anfang des Jahrhunderts, sie probieren zum Lesen, zum uns erklären, warum die Gott doch in die Prüfung entstanden und nicht die Job. Ich habe kurz gelesen, dass Job hat etwa in seinem Herz etwa gesagt, ja, das ist Ende des zweiten Kapitels. Aber paradoxalerweise wieder, Job Buch ist eine Gottprüfung, nicht im Job. Gut. Also die Prüfung Gottes zu ertragen, es ist schwer zu tragen, diese Prüfung, dass er aber seine Zunge nicht freien Lauf lassen dürfe. Er, Job. Wie jemand, der mit seinen Mitmenschen hadert. Vielmehr muss er sich dem Gericht Gottes unterwerfen und schweigen. Ja? Er aber sagt, Job, die Schwere seiner Leiden mache es ihm unmöglich, sie zu ertragen, sich zu beruhigen und das Geziemende zu sprechen. Alle seine Freunde aber sind darin einig, dass jeder, der Gutes tut, belohnt, hingegen jeder, der Böses tut, bestraft wird. Also, die alle vier Freunde sind ganz schwarz-weiß, sozusagen. Um echt zu sagen, es ist auch Meinung von Maimonides. Er hat das schon entdeckt. Ja? Er immer sagt, dass alles, was es geschah mit den Menschen, nach seinen Taten. Wer Mensch tut, gut getut, gemacht, dann kommt gut. Wenn böse, böse. Und deswegen, die Freunde und auch wir uns probieren, etwa falsch beim Job finden. Was hat er falsch gemacht? Ja? Wozu diese Leid auf ihm gekommen ist? Ja? Also die alle vier sind dann verstanden, es ist nicht umsonst, nicht ohne Gründe, dieses Leid auf dich gelandet ist. Ja? Und wie gesagt, Job akzeptiert überhaupt nicht. Also es ist 4 gegen 1. Das ist das Szenario, sozusagen. Ja. Aber wieder, diese Position von den 4 Job-Freunden ist ganz, ganz schwer zu akzeptieren. Weil auch die Job selbst im ersten 2 Kapitel bezeichnet als einen guten Mensch. Ja? Und noch mehr im Talmud, viele mit der Schrim, ja, ich habe gelesen, dass er war wirklich ein guter Mensch. Gut. Sehe man aber einen Frevler und einen, der sich gegen Gott empört, im Glücke, so muss man wissen, dass sich dies in seiner Zukunft ändern werde. Er wird dann kommen und über ihn selbst, sein Haus und seine Nachkommenschaft werden Drangsale kommen. Sehe man aber einen Gottesfürchtigen im Unglück, so werde Gott unbedingt die ihm geschlagenen Wunden heilen. Diesen Gedanken findest du in den Reden Eliphaz, Bildad und Zophar wiederholt. Ja, also das ist die drei erste Freunde, die kommen gleich und genannt sind mit den Namen. Ja, Eliphaz, Bildad und Zophar. Und sie auch wiederholen relativ die Ideen jeden von anderen, wegen dieser beklagenden Wunden heilen. Und alle drei stimmen in diese Meinung überein. Ja? Doch, um dies ist es uns in dieser Frage nicht zu tun, vielmehr wollen wir feststellen, wodurch sie sich eine von anderen unterschieden und jedes einzelne Meinung über diese Frage zu wissen,
nämlich wieso es möglich sei, dass das schwerste und furchtbarste Leid über den untraglichsten alle Menschen und Gedanken rechtschaffliche unter ihnen kommen konnte. Wir sind auf Seite 141. Okay, jetzt es kommt die Glauben von Job. Ja, also die Idee von Job, also lesen wir kurz die Jobs-Ideologie, Jobs-Glauben. Ja? Jobs meinen, über diese Frage ist nun die. Das ist die erste Part, der erste Glauben. Dies beweise, dass die Gerechte und die Gottlose vor Gott ganz gleich sind. Oh. Das ist die Glaubens von Aristoteles. Das ist die erste Partei, erste Ideologie, das haben wir schon gelesen. Ja? Also, Gerechte und die Gotteslose von Gott ganz gleich sind. Das ist egal. Indem Gott die Menschenart gering und für nichts achtet. Ja? Das ist genau, was Aristoteles hat gesagt. Ja, Gott beachtet die ganze Welt großartig. Ja, all Kosmos, Galaxien, alles in Ordnung. Aber alles, was ist niedrig von dem Mond, ihm ist es egal. Das ist genau die alte griechische Glauben Aristoteles. Ja? Das ist die erste Partei. Job sagte ja in seinem Reden unter anderem, es ist eins und dasselbe. Deshalb sage ich, den Schuldlosen vernichtet ebenso wie den Frevler. Ja? Auch eine bekannte Zitate. Wenn eine Heimsuchung plötzlich tötet, lacht über die Prüfung der Unschuldigen. Ja? Damit will sagen, Job, wenn die Flut plötzlich hereinbricht und diejenigen tötet, denen sie begegnet und sie hinwegtraft, so lacht über die Prüfung der Unschuldigen. Lachte der Gott. Ja? Das heißt, es ist ihm egal. Dann bekräftigt Job diese Meinung mit den Worten, der eine stirbt in seine Reinheit selbst, ganz zufrieden und glücklich, seine Adern sind voll Milch und so weiter. Diese andere hingegen mit verbitterem Gemüt, ohne jemals Gutes gesehen zu haben. Beide liegen dann miteinander im Staube, ja, und Würmer decken sie zu. Okay. So, die gleiche Schicksal für jede, Gerechtige und Böse. Also, es ist alles egal für Gott. Und die Frage, wozu muss man gut beachten und gut sein? Ja? Das ist die Glauben von Job. Und ebenso versucht Job, die guten Verhältnisse und das Glück der Männer der Frevels zu beweisen. Und darüber spricht sehr ausführlich mit den Worten, wenn ich dies bedenke, diese Ideologie, diese Glauben, so erschrecke ich, und Totenbläse erfasst mein Fleisch. Warum leben die Gottlosen, werden alt oder ausmächtig? Ihre Nachkommenschaft ist sicher gegründet vor ihrem Angesicht und so weiter. Das ist sehr, sehr bekannte Zitate. Warum die Böse Erfolg haben. Ja? Und noch seine Kinder, sie erorben die Macht, das Geld, Vermögen, der was mit dem Sünde gekommen ist und so weiter und so fort. Sehr, sehr bekannte Zitate von Job. Ja, das klingt sehr, sehr problematisch. Ja. Und nachdem er dieses Glück geschildert hat, unternimmt es, seinem Gegner zu sagen, seinen Gegner, seine Freunde, wenn es sich auch so verhält, wie ihr vermeint, dass die Kinder dieses, die Böse, im Glücke befindlich Gottes Leugners nach ihm sterben und ihr Andenken ausgeteilt wird, was schadet dem im Glücke schwelgenden, wir sind auf Seite 142, was nach seinem Tode den Angehörigen seines Hauses widerfahren soll. Und so sagt Job, denn was für Wohlwollen kann er für sein Haus hegen, das nach seinem Tode bestehen wird, wenn die Zahl seiner Monde schon endgültig bestimmt ist.
die Zahl seiner Monde, das heißt die Jahreslänge. Ja? Eine hebräische. Okay. Dann versucht er, Job, zu zeigen, dass nach dem Tode nichts mehr zu hoffen ist. Das heißt, nach dem Tode nichts mehr zu hoffen ist, es ist keine nächste Welt, es ist keines Lebens nach dem Tod, es ist nur diese physische Welt. Das ist die Job-Glaubens. Ja? Okay, das ist schon interessant. Und aus seinen Worten geht sogar hervor, dies sei Preisgebung und Vernachlässigung. Er bemüht sich dann, der Verwunderung darüber Ausdruck zu geben, warum Gott nicht sogleich von Anbeginn der Schaffung des Menschen unterlassen habe, statt ihn zu erschaffen und es dann an seine Regierung mangeln zu lassen. Und so sagt er, konntest du mich nicht wie Milch zusammengießen und wie Käse gerinnen lassen? Eine rhetorische Frage. Das ist nun die über die Vorsehung angesprochenen Ansichten, die manche Forscher für wahr halten. Du kannst übrigens den Ausspruch der Lehrer, unserer Lehrer, die Talmud weisen, dass diese Meinung Jobs eine äußerst verwerfliche ist und sie sagen, Staub gehört in den Mund Jobs. Oder Job wollte die Schlüssel umdrehen und auf ihre Hoffnung stellen. Okay, jetzt ist dann gestoppen, weil es ist sehr, sehr, es ist eine kritische Stelle. Das heißt, hier, Maimonides bringt die Kritik von Talmud Weisen über die Job und sie wirklich erzählen, was problematisch ist in Jobs Glauben. Also im Kurzum, Job glaubt, dass es für Gott ist es egal, was in den Menschen passiert ist in dieser Welt. Er betrachtet und achtet uns nicht. Er besorgt allgemein über die Welt, aber nicht für unsere niedrige Welt unter dem Mund. Es ist egal, was hast du gemacht. Die Böse und Gut alle am Ende sterben und liegen in den Staub. Also, was ist die Idee zum Gutsein, zum Gutschaffen? Und deswegen, es ist keine Hoffnung nach dem Tod. Keine seelische Leben nach dem Tod. Und das ist schon ein Problem. Ja, also, das machen wir einen dicken Punkt an diesem Job-Glaubenspunkt. Ja, gut. Die Fragen bitte. Falls haben Sie. Okay, wenn nichts, dann nichts. Dann stoppe ich unsere Aufzeichnung. Ja.